Laurent Fignon dürfte der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen sein. Er geht mit einem Vorsprung von etwa einer halben Minute in dieses Rennen. Die Resultate sind leider nicht so, wie wir es erhofft haben. Das heißt, wir müssen über die Behandlung neu nachdenken. Es hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen, Laurent. Dazu kennen wir beide uns zu lang. Du musst damit rechnen, ein halbes Jahr auszufallen. Und was ist mit der Tour? Das ist völlig unmöglich, Laurent. Ja, dass ich hinschmeiße, ist völlig unmöglich. Keine Diskussion. Ich habe schon eine Etappe verpasst. Laurent, ich verstehe ja, wie schwer dir das fällt. Ich verliere doch nicht gegen einen verrückt gewordenen Zellhaufen. Sind wir uns einig? Ja, aber Laurent, da führt kein Weg dran vorbei. Keine Tour dieses Jahr, bitte. Ich bin nicht taub. Und ich habe eine gute Nachricht, Frau Doktor. Ich bin in Topform. Das feiern wir. Ich gehe auf dem Zahnfleisch, ehrlich. Laurent, 2 Jahre kein es Urlaub. Tut mir so leid. Ich sag noch deiner Frau guten Tag, ja? Kommst du klar mit ihm? Ehrliche Meinung, so richtig warm werde ich mit dem wohl nie. Ich hasse diesen Sport und alles, wofür er steht. Ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich ihn sehe. Eddie? Kann ich mal kurz mit dir reden? Bis gleich. Okay. Ja? Er will da unbedingt hin. Wohin? Auf die Tour. Da kann ich sagen, was ich will. Aber... Keine Chance. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Er gibt nicht auf. 3000 Kilometer in 3 Wochen. Und jeden Tag live im Fernsehen. Danach war er letztes Jahr schon halb tot. Wie soll das gehen? Wir können den Mann nicht rund um die Uhr betreuen. Eddie? Tust du mir einen kleinen Gefallen? Und bei Paris-Roubaix unter ähnlichen Bedingungen der gesamten Konkurrenz davongefahren ist. Und da ist Andy Schleck, der den Schweizer immer wieder attackiert. Guten Tag. Guten Tag. Eddie Clavel, ich bin Arzt. Es hieß, ich soll mich hier melden. Hier bitte. Bis dann. Danke. Verzeihung, der Ü-Wagen von France Télévision? Das ist der da. Vielen Dank. Ja, die Leute bitte von mir. Da war er wirklich exzellent, exzellenter Linksaußen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Immer noch nicht. Besuchen wir jetzt das Schloss oder nicht? Na ja. Monsieur Clavel? Schloss, Charles. Ja. Ich bin Valerie, Laurents Frau. Danke, dass Sie hier sind. Bedanken Sie sich bei Dr. Chevalier. Ah, Gigi, geht's dir gut? Valerie, super, super. Tolle Etappe. Ach, und ja? Jetzt geht's über Kopfsteinpflaster. Ah, Sie haben schon Ihre Akkreditierung. Damit können Sie sich überall frei bewegen. Übrigens, wir wohnen im gleichen Hotel. Praktisch, nicht? Freut mich. Dahinter Toni Martin, dann Gutierrez. Aber die Reihenfolge, die ändert sich ständig. Sie sind also der Glückspilz. Ja, bin ich. Guten Tag. Können wir wohin gehen, wo wir ungestört sind? Ich würde Sie gerne gleich mal untersuchen. Was, jetzt? Ja. Aber wir sind auf Sendung und jetzt kommt das Kopfsteinpflaster. Nicht aufgepasst? Wieso? Ich denke, das war's schon. Nein, nicht wirklich. Ich hole mir nur kurz was zu trinken, aber gleich geht's weiter. Schräger Typ. Und wie lange wird das noch gehen? 3 Stunden.
Hallo? Bist du auf der Tour? Ja, ich bin auf der Tour, allerdings. Wenn mir jemand prophezeit hätte, dass ich mich irgendwann auf der Tour de France zum Idioten machen muss, um voranzukommen, den hätte ich für verrückt erklärt. Aber ich habe mir vorhin mal die Etappenübersicht angesehen. Am 19. sind wir in Bagnères de Luchon. Ich habe mir gedacht, du könntest nach dem Ultraschall runterkommen. Ja, super Idee. Gut. Hallo? Was sagst du? Ich habe gesagt, super Idee. Was ist denn da los im Hintergrund? Gut, hör zu, das bringt nichts. Du fehlst mir. Ich gebe dir einen Kuss unter deinem dicken Bauch. Der ist noch dicker geworden. Ich komme mir vor wie ein Wal. Hallo? 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 So, und damit sind wir auf den letzten paar hundert Metern dieser langen Etappe. 213 schwere Kilometer von Vannes nach Arambert. Und sicher fragen sich hier viele, wo bleibt Alberto Contador, der große Favorit, der an diesem Tag eine Minute Zeit verloren hat. Aber das kann er noch einholen, oder, Laurent? Immerhin, eine Minute Rückstand auf seine wichtigsten Rivalen. Gut, aber bei einer so schwierigen Strecke mit Kopfsteinpflaster und so... Das ist nicht wenig, das ist eine ganze Menge. Aber jetzt wird's ernst. So ist es. Als erster ist Fabian Cancellara auf der Zielgeraden, Andy Schleck gleich danach. Beide Fahrer werden hier ihre Position in der Gesamtwertung festigen können. Und jetzt der Sprint. Hushoff tritt an, vielleicht ein bisschen spät, aber das ist stark, wie er der Cancellara, Schleck und Evans stehen lässt. Hushoff siegt vor Thomas, dritte Evans, dann der Kanadier Hesjedal, jetzt erst Cancellara und Andy Schleck. Überzeugender Auftritt des Norwegers hier in Arambert auf einer Etappe, die vielleicht schon ahnen lässt, wie es mit der Tour weitergeht. Abspann. Was ist eigentlich los? Warum bin ich nicht live da unten, Thierry? Schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Muss ich jemandem in den Arsch kriechen? Das ist riskant bei so einer Direktübertragung. Außerdem haben sie sich mit dem halben Peloton überworfen. Nein, ich habe mich nicht mit denen überworfen, sondern sie mit mir. Das ist was anderes. Pardon, Monsieur Fignon? Ich habe da Archivmaterial von Ihnen und weiß nicht von wann. Können Sie es sich mal ansehen? Wer bist du? Hugo, der Cutter. Komme gleich. Scheiße, sowas. Er weiß genau, dass ich seit 3 Jahren nicht mit ihm rede. Lass mal sehen. Hier. Ah, das tut weh. Ich schwöre, ich spüre es immer noch. Loire-Chaville, 1982. Loire-Chaville, okay, 1982. Ich war ein hübscher Junge, hm? Na, Doktor, noch hier? Beeilung, Boss, der Wagen ist da. Ich komme. Achtung, Jungs, Zusammenfassung in 2 Minuten. Und was ist mit der Untersuchung? Ich hab noch was zu erledigen. Was? Was? Ein Kommentar für Europe 1, 2 Interviews, irgendein Sponsor, der was will. Ich denke, Sie müssen hier ein Buch schreiben. Eins? Ein paar? Das mache ich nachts. Salut. Wo fahren Sie denn hin? Nach Reims. 4. Etappe morgen. Das ist die Tour de France. Schon mal gehört? Quer durch Frankreich. Deshalb heißt sie so. Kannst du mal aufhören, hinter mir herzudackeln? Das nervt. Du wartest am besten im Hotel auf mich. Vielleicht habe ich morgen früh ein paar Minuten. Ich glaube, wir müssen mal was klären, Monsieur Fignon. Ich fahre nicht 200 Kilometer, weil ich ein Autogramm will. Ich bin Ihr Arzt. Da Sie das aber nicht weiter zu kümmern scheint, schlage ich vor, Sie rufen Ihre Freundin Martine an. Dann können Sie ihr erklären, wieso ich abgereist bin. Ich lasse mich von Ihnen nicht zum Hampelmann machen. Guten Tag, wir suchen jetzt ein Taxi für Ihren Standort. Danke für Ihre Geduld. Dr. Clavel, bitte. Laurent sagt, dass Sie abreisen. Ihr Mann braucht mich nicht. Da irren Sie sich. Vielleicht. Aber man kann einen Patienten nicht zwingen, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Er ist nur so, weil es ihm nicht gut geht. Und weil er sich schämt. Ich weiß, er ist dickköpfig und arrogant und er weiß alles besser. Ich bin ja schließlich mit ihm verheiratet. Was meinen Sie, wie oft er mich vor meiner Familie oder vor meinen Freunden niedergemacht hat? Meistens hat er sich danach entschuldigt. Im Grunde ist er ein feiner Kerl. Er war mal ein Spitzensportler und Sie wissen ja, wenn es mit der Karriere aus ist... Das mag ja sein. Hören Sie... Seit Tagen kriegt er kein Bissen runter, ohne sich zu erbrechen. Er sagt, es geht ihm gut, aber... Ich weiß, es stimmt nicht. Ich kann mir vorstellen, wie genervt Sie sind, denn... Ja, manchmal ist er ein Arsch, aber er ist mein Mann. Ich liebe ihn. Und ich bitte Sie, gehen Sie nicht. Bleiben Sie wenigstens noch ein paar Tage. Wir haben einen grauen Skoda für Sie bereitgestellt. Drücken Sie die 2, falls Sie den Auftrag stornieren möchten.
Wenn er morgen um 9 nicht auf seinem Zimmer ist, können Sie nicht mehr auf mich zählen. Danke. Noch etwas aus der Minivan? Zwei Bier. Nein, morgen. Wie wär's, wenn wir nach der Tour verreisen würden? Hätten wir ein bisschen Zeit füreinander. Würde uns gut tun. Da war doch diese Insel in Brasilien. Erinnerst du dich? Wie hieß sie nochmal? Fernando Gino Ronja. Ich weiß nicht, mein Schatz. Sie brauchen mich vielleicht im September auf der Vuelta. Und im Oktober sind die Straßenweltmeisterschaften, oder? Laurent. Laurent, komm. Nee. Komm her. Wir schaffen das, ja? Monsieur Fignon? Tut mir leid, das ist im Moment schwierig. Valérie? Schon gut, lass ihn rein. Und? Blutdruck wie ein Teenager. Und, lässt du mich wieder an den Start? Sobald ich die Laborergebnisse habe, sehen wir weiter. Radsport ist nicht dein Ding, hä? Na klasse. Jetzt ist der Kerl auch noch velophob. Machst du wenigstens was anderes? Ich jogge. Er joggt. Du joggst? Er übertrifft sich selbst. Das ist die schwachsinnigste Fortbewegungsart. So Mutterseelen allein vor sich hin zu hecheln. Echt mal, was bringt das? Sie meinen Ehre und Profit? Nein, dabei sein ist wichtiger als siegen. Das glaubst du doch hoffentlich nicht im Ernst. Schwachsinn. So, bin ich entlassen? Ich würde gern noch ein paar Kleinigkeiten regeln, Monsieur Fignon. Erstens, 30 Minuten Pause während jedem Rennen, das Sie kommentieren. Zweitens, wenn Sie sich nicht gut fühlen, hören Sie auf. Kopfweh, Schwindel und so weiter. Und jeden Abend ein Check-up, nachdem entschieden wird, ob Sie für die nächste Etappe fit sind. Wenn ich das nicht befürworten kann, ein Tag Pause. Ihre Frau ist auf meiner Seite. Ich hole Sie nachher ab, wir fahren zusammen ins Studio. Bis dahin, kein Schritt aus Ihrem Hotelzimmer. Sie müssen sich schonen. Okay, ich habe die Botschaft mitgekriegt. Stört dich doch nicht, wenn ich dich duze. Ich meine, wenn wir schon so intim sind, dass du an mir rumfingerst. Nicht, Kumpel?
Bis dann, Monsieur Fignon. Einen Rat, wenn du je einen Tischplan machen musst, hau ab, so schnell und so weit du kannst. Das heißt, die Hochzeitsvorbereitungen machen Fortschritte. Alle sind völlig aus dem Häuschen, Eddie. Meine Tochter, mein Mann, meine Schwiegermutter, letztere schon seit Monaten übrigens. Wie läuft es mit Laurent? Das war erstmal nicht ganz einfach. Aber wir hatten ein klärendes Gespräch. Jetzt ist er in seinem Hotelzimmer und ruht sich aus. Sehr gut. Ich wusste, du bist der ideale Bösewicht in dem Stück. Vielen Dank. Ich habe euch die Blutproben per Kurier geschickt. Gut, wir sehen uns die Werte an. Sorg dafür, dass er dir weiter gehorcht. Auf mit Schleck. Der gewinnt die Tour nie. Der ist kein Inno und wird wahr. Nie einer werden. Eddie? Hörst du? Nur ein Beispiel. Eddie? Tour de l'Aude 82. Hallo? Das war eine ganz andere Welt. Da hat Inno nicht rumtaktiert. Ja? Er hat attackiert. 100 Kilometer vor dem Ziel. Völlig idiotisch. Aber das hat er noch Stil. Und damit hat er recht. Bernard war der Größte, aber auch ein bisschen doof. Gérard, weißt du noch, die Platzierung damals? Naja, er war nur Dritter, gewonnen hat Bernard Vallée mit 3 Sekunden Vorsprung, zeitgleich mit Patrick Monet. Ja, Jean-Paul ist ja gut. Du nörgelst doch an jeder Tour rum, Laurent. Du hast 83 nur genörgelt, 86 warst du fast unausstehlich und so weiter bis heute, wo du gegen Leute wie Schleck stänkerst. Wie oft haben sie dich noch mal zum unsympathischsten Sportler des Jahres gewählt? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Sonst geht's euch noch gut, was, ihr Schlümpfe? Einmal, aber nur, weil die Journalisten mich nie haben leiden können. Ich kenne das Spiel, ich finde mich praktisch selber einer. Ja, da ist was dran. Mein Kindermädchen. Komm her, Doktor, ich muss dir jemanden vorstellen. Der große Gérard Holz, die Reporterlegende. Oh. Monsieur Jean-Paul Olivier, der Mann, der alles weiß. Und natürlich Vincent Bateau, genannt Baba, mein früherer Mannschaftskamerad und bester Freund. Könnte ich Sie mal sprechen? Meine Herren, die Pflicht ruft. Können Sie mir sagen, was das soll? Ich habe mich mit Freunden unterhalten. Darf ich das nicht? Ich hatte Sie gebeten, in Ihrem Zimmer zu bleiben. Ach, jetzt mach keinen Aufruhr. Und hör mir zu. Ich lache gern, ich lese gern, ich bumse gern, ich esse gern und ich lebe gern. Und das lasse ich mir nicht nehmen von dieser bescheuerten Krankheit. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe nur keine Lust drauf. Aber es gibt auch bestimmte Tatsachen. Und diese Tatsachen kennen wir beide. Meinen Sie, ich merke nicht, wie Sie sich überfordern, wie Ihre Hand zittert, wie Ihr Auge zuckt? Sie versuchen es zu vertuschen, aber Sie gehen durch die Hölle. Weißt du, ich habe irgendwo gelesen, dass Leute, die alles so furchtbar eng sehen, doppelt so oft von schweren Krankheiten erwischt werden. Ich würde aufpassen. Vielleicht bist du auch bald dran. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Als ihr noch dabei wart, gab es nicht die vielen Verkehrsinseln, alle paar 100 Meter einen neuen Kreisverkehr und was sonst noch den Fahrern das Leben schwer macht. Mhm. Aber jetzt ist die letzte Schikane geschafft und wir nähern uns dem Finale der 6. Etappe hier in Gugnon. Das Team Quickstep hat sich für den Sprint perfekt positioniert und seine Nummer 1 Mark Cavendish clever nach vorn gefahren und er tritt als Erster an. Und er stürzt, Massensturz. Oh, Mann, das darf doch nicht wahr sein. Was machen die denn für einen Unsinn, Cavendish? Das ist viel zu riskant. Seht euch das an. Naja, Laurent, andererseits wissen wir ja, dass Mark Cavendish ursprünglich Bahnfahrer war. Das ist eine andere Welt, nicht wahr? Diese Bahnfahrer, das sind Akrobaten. Ich bin Arzt, Monsieur. Kann ich Ihnen helfen? Ja, fassen Sie mal mit an. Geht es? Vorsichtig. Und? Wie sieht's aus? Das Schlüsselbein ist gebrochen. Und er hat eine schwere Gehirnerschütterung. Schaffst du's? Bueno. Bist du morgen wieder dabei? Mañana. Vale. Heißt das, er fährt morgen weiter? Naja, gestern hat man wieder gesehen, dass das Team Rabobank in den einzelnen Etappen nicht auf Sieg fährt. Entschuldigen Sie. Und morgen geht es in die Alpen, in die erste Bergetappe.
Schon möglich, dass sich der Contador besser in Szene setzt. Er hat sich ja bisher gut gehalten und scheint in Form zu sein. Das ist bestimmt eine richtige Analyse. Die Tour gewinnt an Höhe. Vielen Dank, Laurent. Ich hoffe doch, wir sehen uns morgen wieder, wie jeden Tag. Nein. Morgen wird das nichts. Da muss ich zu meinen Untersuchungen. Mit dieser Krankheit erlebt man Höhen und Tiefen, wie Sie wahrscheinlich hören. Und wir müssen uns auf übermorgen vertagen. Das ist der Laurent Fignon, den wir alle kennen. Der Mann, der nicht aufgibt und uns noch Mut macht. Vielen Dank, Laurent. Also dann, übermorgen wieder bei uns auf Europe 1. Vielen Dank. Salut. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Gott, was der wieder für ein Gesicht macht. Guten Tag. Na, Doktor? Du bist so blass. Was ist denn los? Nichts. Ich bin nur total geschockt von dem Spanier, der im Sprint gestürzt ist. Der hat sich jeden zweiten Knochen gebrochen und will die Etappe morgen fahren. Sei nicht so zimperlich. Gehen wir. Ich meine, das gehört zum Metier. Was meinst du, wie ich manchmal ausgesehen habe? Wenn du Profi bist, gehört der Schmerz dazu. Den versuchst du wahrscheinlich zu vermeiden. Vielleicht ist dir mal dein Kniehämmerchen auf den Zeh gefallen, wenn's hochkommt. Ja, ich weiß, jetzt wollen sie bewundert werden. Das ist Masochismus. Da ist in der Kindheit was schiefgelaufen. Das musst du ihm lassen. Er hat immer das letzte Wort, dein Kumpel da. Ja, der Typ ist gut, echt. Er gehört zu mir. Lass ihn durch. Sperrbereich, Ausweis. Sperrbereich, Ausweis. Oder Badge. Soll das sein Leben sein, oder was? Nein, das siehst du ganz falsch, Doktor. Das ist Freiheit total. Du heizst durch Frankreich, brauchst dich um kein Verkehrszeichen und keine Radarfalle zu kümmern. Wenn's vorbei ist, fangen die Probleme an zu Hause. Das normale Leben, bei Rot anhalten. Stimmt's, Baba? Genau. Wo fahren Sie hin? Noch ein kleines Tete-a-Tete mit dem Lokalsender-Spätzelchen. Ich weiß, ich werde dir fehlen. Guten Abend. Guten Abend. Baba, trinken wir einen letzten. Ich mag noch nicht schlafen gehen. Nein, ich gehe rauf. Ich bin kaputt. Das Roadbook ist brutal. Um 5 geht's los. Also ab in die Feder. Schlaf gut, Boss. Schlaf gut, Baba. Wie immer, Monsieur Fignon. Campari, Champagner, 2 Oliven. René, mein Kleiner, das freut mich. Alles okay? Ich hab schon gedacht, Sie sind sauer auf mich. Und lassen sich nicht mehr blicken. Keine Zeit, René. Zu viel zu tun. Die Tage haben wir Sie im Fernsehen gesehen, meine Frau und ich. Da hab ich mir überlegt, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? 10 Jahre? 15? Das erste Mal bin ich hier aufgeschlagen. Ich glaube, das war, als ich noch aktiv war, Mann. Glaube ich auch. Hier, meine Tochter. Die ist im Herbst zur Welt gekommen. Ihre Mutter kommt aus Madagaskar. Zauberhaftes Kind. Und ihren Vornamen verdankt sie Ihnen, wissen Sie noch? Na, Valerie. Ach ja, ja, sehr gut. Sehr weise Entscheidung. Und das in Chambéry. Nächstes Jahr stelle ich sie Ihnen vor. Ich meine, Sie sind ja praktisch Ihr Pate. Im nächsten Jahr bin ich wahrscheinlich nicht mehr dabei, René. Sterben mit 50 Jahren ist Kacke. So dürfen Sie nicht reden, Laurent. Sie haben alle großen Rennen gewonnen. Sie sind Laurent Fignon. Und nicht irgendwer. Ja, du hast recht. Ich vergesse es nur manchmal in letzter Zeit.
Gute Nacht. Gute Nacht, Monsieur Fignon. De France in Revel. Das heißt, dass eine kleine Stadt wie diese in die Geschichte eingeht. Und das erst recht, weil heute eine lebende Legende unter uns weilt. Der große Laurent Fignon. Eine Legende, die mit den Waden geschrieben worden ist. Vor 28 Jahren trat er schlagartig ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Wir alle erinnern uns noch an seinen ersten Triumph bei der Tour de France im Alter von 22 Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ich freue mich, dass ich heute hier in Revel sein darf. Ich war ja selbst immer ein kleiner Rebell. Entschuldigung. Und ich bin sehr stolz, dass Sie mir den Stadtschlüssel anvertraut haben, auch wenn ich nicht weiß, was man damit aufmacht. Die Pforten des Paradieses vielleicht? Wäre schön. Denn von anderen und besseren Zeiten zu träumen, ist immer schön. Sie müssen dazu wissen, dass gewisse Leute nichts unversucht lassen, mich immer wieder mit den traurigen und trostlosen Tatsachen zu konfrontieren. Umso dankbarer bin ich für diesen Moment, in dem Sie mich Ihnen entkommen lassen. Was war das da eben? Siehst du doch, ich lass mich feiern. Ohne mich zu fragen, wir hatten eine Vereinbarung. Sie müssen sich ausruhen und in Ihrem Zimmer bleiben, hatten wir gesagt. Ich muss ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Ein ernstes Wort? Ich mit dir auch? Bitte, gern. Seit 10 Tagen gehst du mir auf den Keks. Gönn dir mal eine Pause, Mann. Nein, er rennt mir hinterher, überall hin. Ich krieg keine Luft mehr. Unmöglich, wie du an meinem Hinterrad klebst. Ich kann dich nicht mehr sehen, Doktor. Ja, du machst nur dein Ding, aber ein bisschen zu gut vielleicht. Ich hab Musterknaben immer gehasst. Im Leben und im Peloton. Das gibt mir das Stichwort. Da waren Sie als arrogant verschrien, höre ich. Offenbar hat sich daran nicht viel geändert. Ja, war ich. Und dazu stehe ich auch. Denn die Typen, die das sagen, sind Nullen. Verzeihung, ich habe immer extrem gelebt und das Mittelmaß verabscheut. Leute wie dich, auch wenn ihr noch so im Kommen seid. Du bist zu normal, um mich zu verstehen. Und auch ein bisschen zu verklemmt. Aber keine Sorge, du liegst im Trend. Die Waschlappen sind auf dem Vormarsch, die Opportunisten, die politisch Korrekten. Du kommst noch mal ganz groß raus. Nehmen Sie das zurück. Ich bin nicht verklemmt. Also ich finde schon. Und zugleich ein guter Kerl. Steh dazu. Lass einfach mal los und sei, wie du bist. Denn im Grunde bist du doch ein guter Kerl. Komm, Kumpel, ich gebe dein Champagner aus. Ich bin nicht ihr Kumpel. Wie du willst, Kumpel. Und das kommt nach vorn? Ja, ja, ja. Okay. Guten Abend. Abend. Salut. Was wird das? Ein kleiner Zwischenbericht für morgen. Archivbilder, Statements der Fahrer und sowas. Okay, das gut. Machst du groß. Soll es Ihnen was ausmachen, mir ein paar Sachen über Laurent Fignon zu erzählen, von früher meine ich? Ich möchte gern mehr über ihn wissen. Was wissen Sie denn schon? Na, er hatte diese Nickelbrille. Er war blond. Okay. Ja, das wird hart. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich mache Ihnen Platz. Also passen Sie auf, Lolo war nicht irgendein Freizeitradler. Er hat erst mit 17 angefangen und schon 5 Jahre später die Tour gewonnen. Das gab's bis dann noch nie. Und ein Jahr später gleich nochmal, aber diesmal gegen eine lebende Legende. Gegen den Mann, der eine ganze Ära dominiert hat. Bernard Hinault, viermaliger Toursieger. Und niemand hat gezweifelt, dass er es wieder schafft. Dax genannt. Er war ein Fighter. Zeig mal was, damit das versteht. Okay. Das war die Alpe d'Huez. Sehen Sie, wie er das macht? Unglaublich. Wir reden von einem der 3 größten Rennfahrer aller Zeiten. Und er war da erst 23 Jahre alt. Von so einem Soloritt habe ich immer nur geträumt. Aber ein Talent wie Lolo, sowas gibt's nur alle 20 Jahre mal. Wenn Sie mich fragen, wer ist das, Laurent Fignon? Laurent Fignon.
Das sind 80 Siege, darunter zweimal Mailand-Sanremo, einmal Giro d'Italia, zweimal die Tour de France und Etappensiege ohne Ende. Laurent war ein Grand Seigneur auf dem Rennrad. Und dann kam 89. 89? Was war da? 89? 89? Das war die unglaublichste Tour aller Zeiten. Das weiß doch jeder, was 89 passiert ist. Letzte Etappe, Champs-Élysées. Ist das Ihr Ernst? Das wissen Sie nicht? Vage. Vage? Komm, Hugo, da müssen wir durch. Guck mal nach. Ja, ich glaube, ich hab da was. Das gibt's doch nicht. Ich war mir so sicher. Muss auf der anderen Festplatte sein. Entschuldigung. Macht nichts, ich erzähl's ihm. Also, 1989, 23. Juli, ein superschöner Sonntag. Lolo im gelben Trikot. Zweiter ist Greg Lemmon, sein Intimfeind. Er nannte ihn immer den Ami. Letzte Etappe, ein Zeitfahren, und Lolo geht mit 50 Sekunden Vorsprung auf die Strecke. Lemmon startet vor ihm und fährt das Rennen seines Lebens. Aber niemand kann sich vorstellen, dass er es noch schafft. Dazu ist Fignons Vorsprung einfach zu groß. Und er war immer stark im Zeitfahren. Falsch gedacht. Bei Kilometer 13 liegt Lemmon 20 Sekunden vorn und holt weiter auf. Mit den 50 Sekunden Vorsprung geht es abwärts, Kilometer für Kilometer. 40, 30, Fignon fällt immer mehr zurück. 20, 10. Ich stehe am Ziel und mir stockt der Atem. 5, 4, 3, 2, 1. Wie? Er hat verloren? 8 Sekunden Rückstand. Lachhafte 8 Sekunden. Nach 3 Wochen und über 3000 Kilometern im härtesten Rennen der Welt. Ich denke, er war unschlagbar. Wie ist das möglich? Er hatte Schmerzen am Arsch. Sattel. Verzeihung. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, er hatte wieder Radsportgeschichte geschrieben. Nur diesmal als Verlierer. Was Schlimmeres kann einem nicht passieren. Denn von diesem Tag an stand er nicht mehr für seine Siege. Die vergangenen und die kommenden. 2 Toursiege eingeschlossen. Von jetzt an war er der Mann, der die Tour wegen 8 Sekunden verloren hat. 8 jämmerlichen Sekunden. Alles okay? Alles okay. Sie... Nein, das sind nur die Pollen. Störe ich Sie, Laurent? Nein, nein, auch nicht mehr als üblich. Du sagst jetzt Laurent zu mir? Ich wollte mich wegen heute Morgen entschuldigen. Ich hatte mich nicht im Griff und... Es tut mir leid, dass ich Sie die ganze Zeit über so bedrängt habe. Schon gut, schwamm drüber. Ich weiß, ich bin auch nicht einfach. Genieß den Abend, Doktor. Mal ausspannen tut dir gut. Haben Sie immer Radfahrer werden wollen? Was ist das für eine Frage? Willst du mich anbaggern? Nein, nur ein bisschen besser kennenlernen. So, so, mich kennenlernen. Das ist ja mal was Neues. Naja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Das Ganze fing mit dem Rennrad meines Vaters an. Da war ich 14, 15. Und eins weiß ich, ich habe nie verlieren können. Ich hab's nicht gern, dass mir Grenzen aufgezeigt werden. Du musst besser als das Leben sein, wie die Amis sagen. Bigger than life, Kumpel. Sonst bringt das nichts.
Komisch. Wenn ich so darüber nachdenke, ich wollte eigentlich immer nur geliebt werden. Und trotzdem hatte ich immer eine große Klappe, auch wenn ich wusste, dass ich mir dadurch Feinde mache. Aber wem sage ich das? In deinem Metier musst du bestimmt auch viel einstecken. Ich meine, ein verklemmter Weißkittel wie du. Das stimmt, ich habe nicht nur Freunde in der Klinik. Da haben wir endlich mal was gemeinsam. Nur habe ich beschlossen, drauf zu scheißen. Ob die mich lieben oder nicht, ist nicht mein Problem. Und wie bist du Arzt geworden? Das war schon immer mein Traum. Ich habe es jedenfalls dafür gehalten. Aber ich frage mich, ob so eine Karriere in der Klinik wirklich mein Ding ist. Mit den Krankheiten kenne ich mich aus. Das Problem sind die Kranken, die ständig nörgeln und jammern. Und die Klappe aufreißen. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, was ich dann machen soll. Offen gesagt, ich habe schon dran gedacht, bei Martine Chevalier auszusteigen. Und was dann? Ich könnte in einem Forschungslabor arbeiten. Sie sind vielleicht mein letzter Patient, wer weiß. Hätte das nicht jemand anders erwischen können? Oh, wünsch dir was, Doktor. Verpasst. Mist. Wenn du krank bist, wirst du irgendwie wacher. Auch das Leben baut Scheiße. Erst ganz am Ende merkst du, wie schön es war. Also, gute Nacht, Doktor. Willkommen hier in Pamiers am Fuß der Pyrenäen, wo heute die 15. Etappe der Tour de France gestartet wird. Und wir bleiben in den Bergen. Es geht 187,5 Kilometer bis nach Bagnères-de-Luchon, wobei uns zwei Sprintwertungen und vier Bergwertungen erwarten. Zwei der zweiten Kategorie, eine der vierten Kategorie und eine Ohrkategorie. 600 Kilometer im Bus, das ist ein Liebesbeweis. Du bist sicher halt tot. Schickes Hemdchen. Hm? Corporate Tour de France. Ja, und ohne das Ding läuft hier gar nichts. Also, wie sieht's aus? Das weiß ich selber noch nicht. Noch nicht reingeguckt. Hier, da, siehst du? Ziemlich klein, extrem klein sogar. Was hast du denn gedacht? Du warst auch nicht größer. Da wäre ich mir nicht sicher. Siehst du das hier? Das bedeutet, dass es ein Junge wird. Ich geb's zu, es ist total verrückt, aber ich freue mich drüber. Blödsinnig. Ja, ja, ja. Komm mir vor wie ein Idiot. Das glaube ich nicht. Ich krieg einen Sohn. Billig wird das nicht. Ja. Willkommen bei uns. Guten Abend. Guten Abend, Monsieur. Ein Tisch für zwei Personen. Oder zweieinhalb. Neuerdings. Einen Augenblick. Oh la la, der war gut. Sehr witzig. Das kannst du ab jetzt noch öfter bringen. Oh, Doktor! Ich glaube es nicht, der Mann verfolgt mich. Laurent, Pauline, Laurent. Freut mich sehr. Valérie, meine Freut Frau. Mich. Guten Abend. Valérie? Was ist mit Ihrem Gatten los? Er lächelt. Im Jogging gewonnen? Nein, aber er hat erfahren, dass er einen Sohn kriegt. Das ist nicht wahr. Das ist ja wunderbar. Kommen Sie. Danke. Glückwunsch. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was Ihr Mann davon hält, aber heute Champagner! Ah. Wir brauchen vor allem einen Sport für ihn, okay? Und früh damit anfangen. Sehr wichtig. Dass wir uns recht verstehen. Ich habe gesagt Sport, nicht Jogging. Hat er denn schon einen Namen, der Kleine? Gustav. Ah. Gustav. Das ist ein Witz. Oh, nein. Pauline, mal ehrlich, da muss man einschreien. Ja, wir sind nicht endgültig festgelegt. Die Debatten sind in vollem Gang. Stimmt's? Nein, wieso? Mein Großvater hieß Gustav. Ist doch ein hübscher Name. Du hast auch gesagt, dass du ihn hübsch findest. Ja, aber ganz überzeugt war ich nicht. Bist du... Ja, ja, Doktor, ich nerve. Aber was passiert, wenn er auf die Schule kommt? Nennen wir ihn doch gleich Laurent. Genau,
Genau, ich habe mich nicht getraut, aber... Ihr müsst zugeben, also Laurent Clavel klingt besser als Gustave. Dürfen wir Sie zu einem Digestif einladen? Ah. Oh, nein, für mich nicht. Ich nehme gern einen, aber meine Frau nicht. Oder geben Sie her. Doktor, das wird noch böse enden. Also auf den kleinen Clavel. Auf den kleinen Clavel. Sorte, auf den kleinen Clavel. Also eine Frage muss noch geklärt werden, das beschäftigt mich. Wie kann sich eine Frau wie Sie auf einen Typen wie den da einlassen? Das kann ich erklären. Das ist ziemlich einfach. Er hat mich in einem schwachen Moment überrumpelt. Ich kam mit einem gebrochenen Arm in die Notaufnahme. Er hat ihn mir in Gips gelegt und seine Nummer draufgekritzelt. Oh. Verwegen? Ehrlich? Na klar. Machst du das bei allen Frauen, die dir über den Weg laufen? Ja, aber die anderen haben nicht angerufen. Ach, schön. Sie ahnen nicht, was es für mich bedeutet, Laurent, Ihnen hier zu begegnen. Sie müssen wissen, bei uns zu Hause sind immer alle total auf die Tour de France abgefahren. Siehst du, deine Frau interessiert sich für das wahre Leben, Doktor. Aber ehrlich gesagt, der große Held war Bernard Hinault. Laurent Fignon, naja, pardon. Okay, nein, verstanden. Die Laurent, Rechnung, Laurent, wenn ich bitten darf. Laurent, nein, zu spät. Nicht die falsch. Rechnung. Nein, aber das war nur, weil, ich meine, Sie hatten damals ein spezielles Image. Der Intellektuelle der Tour de France. Bisschen hochnäsig. Ich verrate euch jetzt mal was. Das Image des Intellektuellen, das war nur meine Brille. Und die hatte ich bloß, weil ich keine Kontaktlinsen vertrage. Aber das hat keinen interessiert. Fahr mal in einem Peloton, wenn du keine 2 Meter weit siehst. Nein, die Schubladen verdanke ich nur irgendwelchen Typen, die eifersüchtig auf mich waren. Ist es vielleicht meine Schuld, dass ich den Mädchen so gefalle? Rotzzopf, echt? Das war kein Zopf, das war ein Pferdeschwanz. Kleiner Unterschied. Was ist los? Na ja, mit deinen Haaren hattest du ja nicht nur früher Probleme, wie man sieht, oder? Sag mal, spinn ich? Ich höre wohl nicht recht. Mein Pferdeschwanz, den hatte ich gern. Was ja, nervt ihr mich damit? Nein, aber... Echt jetzt? Doktor, hilf mir doch mal, ja? Doktor! Oh lala, meine... Das ist meine Mutter, die habe ich total vergessen. Sie will wegen dem Ultraschall Bescheid wissen. Entschuldigt mich. Hallo, Maman? Ja, tut mir leid, pardon. Es ist ein Junge. Freue mich für dich, Kumpel. Ein kleiner Junge. Ich würde gern bezahlen. Bedauere, Monsieur. Schon erledigt. Was habe ich dir gesagt? Er hat alles bezahlt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht, Doktor. Vielen Dank, aber das nächste Mal bin ich an der Reihe. Na komm, Kumpel. Du hast schon wieder verloren. Aber ehrlich, ja? Ja, wir ertragen es einfach nicht, zweiter zu sein. Du musst nur richtig trainieren. Irgendwann schaffst du es. Also Kinder, tut mir leid, dass ich darauf rumhacke, aber das kann man nicht machen. Was? Nein, das geht wirklich nicht. Was denn? Gustav! Ich bitte dich, hör auf, lass die Leute in Ruhe, ja? Die können doch machen, was sie wollen. Also dann, gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, Laurent. Nein, Chérie, Sie ruinieren ein junges Menschenleben. Guter Typ, dein Rennfahrer. Und du warst heute Abend richtig gesprächig. Ja, war ich. Warum denn nicht? Warum nicht? Im Gegenteil, ich hab's richtig gern, wenn du so bist. Nicht so verklemmt. Du bist also doch kein graues Mäuschen. Was heißt also doch? Guten Morgen. Guten Morgen. Sie joggen auch? Laurent macht jedes Mal eine Staatskrise draus. Ja, das kenne ich. Hat er schlafen können? Ja, aber erst nachdem wir noch mit einem Freund in der Stadt ein Glas getrunken haben. Vielen Dank nochmal für den netten Abend. Sie haben eine wunderbare Frau. Es ist nicht immer leicht mit Laurent, ich weiß. Er regt sich über alles auf. Egal was, selbst wenn er sich ein Butterbrot schmiert. Ja, das ist mir nicht entgangen. Ich habe vorgeschlagen, die Brasilienreise nachzuholen, die er mir bei unserer Hochzeit vor 10 Jahren versprochen hat. Aber er gönnt sich keine Auszeit nach der Tour. Naja, wer weiß.
Vielleicht im Winter. Ich meine, ich warte ja schon lange genug. Was ist? Das wird nichts. Doch, doch. Ich habe nur gerade vorhin die... Ja, ja. Ich weiß, was Sie denken. Aber an irgendwas muss ich mich halten. Und Laurent ist immer für eine Überraschung gut. Der Mann, der immer gewinnt, nicht? Verzeihen Sie. Ja? Vielen Dank für den Rückruf, Martin. Hast du die Befunde gesehen? Die Marker sind regelrecht explodiert. Ich muss mir das erstmal in Ruhe ansehen. Gut, ruf mich dann zurück. Und die 16. Etappe heute. Ich komme gern noch mit zum Bahnhof, kein Problem. Mach dir keine Sorgen, Champion. Eddie, tu, was du kannst für ihn. Ich mag den Typen. Konfitüre? Nein, danke. Es ist jedenfalls keine große Tour, so viel steht fest. Das sagst du jedes Jahr. Es stimmt ja auch jedes Jahr. Keiner von den Typen attackiert. Ist das vielleicht meine Schuld? Nein, aber meine auch nicht. Ich kann es auch nicht ändern. An mir liegt's schon mal gar nicht. Noch was. Ruh dich ein bisschen aus, bevor wir fahren. Wir haben die Zeit. Geht schon. Nein, im Ernst, wir können erst mal ohne dich auf Sendung gehen. Lass mich in Frieden. Ist das zu viel verlangt? Tut mir leid. Du machst mir Sorgen. Hab Vertrauen, Gigi. Okay? Ein paar Tage noch. Glaubst du nicht mehr an mich? Ich werde immer an dich glauben. Bis zum Ende. Oh Mann, Scheiße. Was ist das denn? Bin gleich wieder da. Guten Tag. Guten Tag. Könnte ich meine Rechnung haben, bitte? Welche Zimmernummer? 622. Ich drucke sie für Sie aus. Danke. Großer Gott, ich glaube es nicht. Muss man sich Sorgen machen? Wieso denn? Träum ich? Er ließ die Equipe. Das Tier steckt voller Überraschung. Es ist der Wahnsinn. Ein Wunder ist geschehen. Besser als Lot. Man muss den Papst verständigen, das Fernsehen, die Presse, was weiß ich. Ich versuche nur, mich ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Laurent, ich habe die neuesten Befunde gekriegt. Und wie sind die? Lässt du mich wieder an den Start? Wir müssen sofort wieder mit der Chemo anfangen. Ich habe das Krankenhaus im Tal verständigt. Sie nehmen uns auf. Ich habe diese Krankenhäuser immer gehasst. Naja, wer nicht? Abgesehen von euch, Doktor. Okay, ich bin gleich wieder zurück. Guten Tag. Danke, dass Sie es so kurzfristig möglich machen konnten. Kein Problem. Und? Wie ist es denn, für so einen Superstar zu arbeiten? Für wen? Für die sagenumwobene Martine Chevalier. Jede Menge Druck, was? Wenn das Schicksal es so gut mit einem meint, darf man sich da beschweren?
Gut. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Ja, ich habe den Giro verloren. Besser gesagt, Sie haben ihn mir geklaut. Und wisst ihr wie? Mit dem Wind. Dem Wind? Ja, Madame, dem Wind. Nachdem Sie das Stilfser Joch gecancelt hatten, da hätte ich nämlich gewonnen. Und das war nur eine von tausend anderen Schikanen, kam die Glanzleistung. Der Helikopter. Nein. Das können Sie mir ruhig glauben, Madame. Der Helikopter. Sie haben die dicke Bertha in Stellung gebracht, gnadenlos. Dazu müssen Sie wissen, der Wind ist der schlimmste Feind des Radfahrers. Der Wind? Oh ja. Ich sehe diesen Helikopter vor mir, als wäre es gestern. Also, ich sitze da auf dem Rad, trete in die Pedalen und von vorn nichts als Wind. Nichts als Wind. Keine Chance, nichts zu machen. Ich komme nicht dagegen an. Ich schalte runter. Bringt nichts. Wie festbetoniert. Es war die Hölle. Und wofür? Damit ein Spaghettifresser, ihr Francesco Moser, endlich mal den Giro gewinnt. Ich fand das Ding da oben gar nicht komisch. Ich habe es angebrüllt. Vaffanculo! Vaffanculo! So war das damals. So habe ich den Giro verloren. Aber Gott sei Dank, 2 Jahre später habe ich ihn gewonnen. Und die 8 Sekunden? Die 8 Sekunden. Das ist eine andere Geschichte. Monsieur Fignon, können wir? Immer langsam, Doktor. Auf 8 Sekunden kommt's doch wohl nicht an. Bitte, Monsieur Fignon. Monsieur Dame, ich habe ein Rendezvous mit dem medizinischen Fortschritt. Ja, das stimmt leider. Darf ich dir eine Frage stellen, Doktor? Ja. Liegt das an dem Zeug, das ich genommen habe, dass mir das hier passiert? Zeug? Ja, das Zeug, das ich genommen habe, um schneller zu fahren. Ja, verstehe. Und was war das? Würdest du gerne wissen, ne? Jetzt, wo die ganze Welt über Doping redet, über weiß Gott welche Wundermittel. Sie wollten doch gerade darüber reden. Ja, stimmt, aber du bist fast geplatzt von Neugierde. Also, ich habe Amphetamine genommen, wie alle. Bin sogar 2-mal erwischt worden. Und Aufbaupräparate, wenn mal nichts mehr ging. Kortikoide. Oh, das war's. Ach ja, Kokain einmal auf der Kolumbien-Rundfahrt. Wollen Sie mich veralbern? Nein. Das, was Sie da aufzählen, sind Lappalien. Sie werden mir doch nicht erzählen, dass Sie in Ihrer ganzen Profikarriere nichts weiter genommen haben? EPO? Eigenbluttransfusionen? Diese Schweinereien? Das gab's damals noch nicht. Damit habe ich nie was am Hut gehabt. Das war eine andere Epoche. Ja. Gut. Fangen wir an. Fangen wir an. Gut, dass du da bist, Papa. Einsam steigt er dahin in die Berge des Urleids. Und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem Tonlosen los. Aber erweckten sie uns, die unendlich Toten, ein Gleichnis. Siehe, sie zeigten vielleicht auf die Kätzchen der leeren Hasel, die hängenden. Warum lacht ihr? Ist doch schön. Entschuldige. Ich sei mir nicht böse. Hübsch. Von wem ist das? Rainer Maria Rilke. Ah. Für welches Team fährt der?
Scheiße. Halt mal an, Baba. Verrückt. Hier war es, nicht, Baba? Hier. Mhm. Genau hier, Boss. Hier war Schluss mit meiner Karriere. Nach wie viel waren das? 350.000 Kilometern im Sattel. Die Entfernung von der Erde zum Mond. Und ich glaube, ich habe mir kein einziges Mal die Landschaft angesehen. Ja, bis damals. Ist das schön hier? Ich hab den Baum gesehen. Da. Ich hab angehalten. Ich hab die Schuhe ausgezogen. Startnummer runter. Und das war's dann mit dem Radfahren. Das war's. Und dann fing wir an zu lachen. Weißt du noch, Baba? Guten Tag, Valerie. Was ist denn? Geht schon. Sicher? Ja, natürlich, aber es gibt Momente, wo ich einfach nicht mehr kann. Und Laurent? Laurent, der ist heute Morgen total aufgedreht. Das ist das Cortison. Er muss sich wirklich ausruhen heute. Ich weiß. Ich weiß. Wo ist er? Unten im Ort. Heute Morgen ist ja sonst nicht viel zu tun. Hey! Salut, Doktor. Salut, Hugo. Alles klar? Ja, ja, ist gut, Johnny. Hier, Fignon auf der Tour 1989. Danke. Weißt du, wo er steckt? Er ist in dem Fahrradladen da drüben versackt. Und 4 Kilometer vor dem Ziel, 44:16. Erinnern Sie sich, Monsieur Raoul? Na und ob? Ja. Ah, Doktor. Hier, guck mal, ich habe was entdeckt. Siehst du? Das sind 2 meiner Räder von damals. Originalausstattung, alles noch dran. Habe ich auf einer Auktion ersteigert. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Unglaublich, siehst du? Man kann sich gar nicht vorstellen, was wir damals mit sowas erreicht haben. Ein Rennrad wiegt heute 4-5 Kilo weniger, stimmt's? Boah, mindestens. Doktor, das musst du sehen. Ich habe 52 Löcher ins große Blatt gebohrt, um Gewicht zu sparen. Da bist du platt. Wie wär's mit der kleinen Runde? Laurent, ich höre wohl nicht richtig. Bei Ihrem Blutdruck? Und morgen kommt wieder eine... Ach, morgen. Sei kein Spielverderber. Nur eine kleine Runde. Ich rede nicht vom Tourmalet. Weißt du was? Wir 2 machen ein Wettrennen. Wenn du gewinnst, pariere ich ab jetzt. Ohne die Klappe aufzureißen. Klar, und wenn nicht, dann muss ich meine halten, nehme ich an. Er hat es verstanden. Gegen dich gewinne ich noch als Toter. Dann ist Schluss mit deinen Untersuchungen und Kontrollen und Check-ups und der ganzen Scheiße. Ich fühle mich von Tag zu Tag besser, glaub mir, Doktor. Und heute bin ich speziell in Form. Ich folge dem Lichtstrahl, der in meinem Inneren aufblitzt. Ralph Waldo Emerson, ich liebe diesen Satz. Spann deinen Wagen an die Sterne.
Du kennst doch Emerson. Ich meine, du kennst ja auch Rilke. Für welches Team fährt er? Das war's noch nicht, Doktor. Ich fange erst an, erwachsen zu werden. Fignon? Kannst du mal aufhören, ständig an den Fahrern herum zu kritisieren? Du warst ja früher schon ein Wichser, aber jetzt ist es nicht mehr auszuhalten. Jetzt muss man sich auch noch mit deinem blöden Krebs beschäftigen, statt nur mit deinen blöden Kommentaren. Sich so auszukotzen, schäm dich. Hab immer gedacht, der ist halt ein Affe. Nein, du bist eine Ratte. Sie haben vollkommen recht, Monsieur. Es wird Zeit, sie sich vom Hals zu schaffen, diese ganzen Krebskranken. Zumutung, sich mit ihnen zu beschäftigen, wie Sie richtig sagen. Am besten, man schafft sie in ein Lager und lässt sie in Ruhe abkratzen. Wie fänden Sie das? Ja, genau, das ist die Idee. Da kommen dann auch all die Arschlöcher und Schnapsnasen rein, wie Sie, mit denen man sich so beschäftigen muss. Das glaube ich einfach nicht. Wenn ihr dann soweit seid, ihr zwei? Machen Sie, was Sie wollen. Ich fahre jedenfalls nicht mit. Einverstanden, okay, dann fahre ich eben allein. Denn mein Blutdruck ist dir ja egal. Laurent? Ja? Läuft's, Kumpel? Schon ein bisschen anstrengend, hä? Wenn einer nur so joggt. Hey, was machen Sie da? Lassen Sie das! Hören Sie auf! Ich schaff das auch so! Du musst runterschalten. Du kommst an die anaerobe Schwelle. Na und? Da bin ich schon lang. Doktor! Haha! Was ist? Geht schon. Lass mich in Ruhe, Doktor. Ich bin krank. Hast wohl gedacht, du kannst mich schlagen, hä? Und was haben Sie jetzt gewonnen? Dass du mich in Ruhe lässt. Das war der Deal. Haben Sie gedacht, ich guck zu, wie Sie sich zugrunde richten? Mir scheißegal. Ist mein Leben. Ich mach, was ich will. Ich hab Sie satt, deine Behandlung. Deine Medikamente, deine Chemo und deine bescheuerten Bestrahlungen. Ich komme schon vor wie ein Tierversuch. Und die Menschen, die Sie lieben?
Die Zuschauer, ich, haben die keinen Respekt verdient? Ja, Respekt. Jetzt kommst du mir mit Respekt. Der Mann, der mich in die Hotels einsperrt. Und was hast du dafür zu bieten? 6 Monate? Ein Jahr? Toller Respekt. Weißt du, was Respekt gewesen wäre, wenn du mir gesagt hättest, dass ich keine Chance habe? Und zwar gleich ins Gesicht. Hä? Dr. Clavel. Aber es interessiert dich ja überhaupt nicht, wie das mit mir ausgeht. Du bist hier nur aus einem einzigen Grund. Weil Martin Chevalier dich herbeordert hat. Nicht, Kumpel? Denn man will ja weiterkommen, oder? Hau ab! Bleib mir vom Hals. Ich will dich nicht mehr sehen. Verschwinde, geh nach Hause. Lass mich in Frieden. Danke, dass Sie gekommen sind. So voll in den Hochzeitsvorbereitungen. Nicht so schlimm, ich war sowieso in der Nähe. Du weißt ja, mein zukünftiger Schwiegersohn kommt aus Bordeaux. Wie sieht es aus? Sein Blutdruck war total im Keller. Das haben wir jetzt im Griff, aber es war kurz vor 12. Trinken wir einen Kaffee, ich lade dich ein. Du bist bestimmt völlig fertig. Nein, geht schon. Du musst wissen, ich kenne Laurent, weil ich 20 Jahre lang den medizinischen Betreuerstab der Tour geleitet habe. Ach, wirklich? Ja, ich habe mich um den Job gerissen. Wir waren zu Hause alle hoffnungslose Radsportfans. Und die berühmte letzte Etappe von 1989, die habe ich hautnah miterlebt. Du weißt ja, als er mit 8 Sekunden Rückstand verloren hat, hast du Nackenprobleme? Nein, nein, das ist nur die Erschöpfung. Und dazu erzähle ich dir eine Geschichte. 4 Jahre später hatte ich zusammen mit Laurent einen Termin in Paris. Im 17., glaube ich, war es. Ist auch egal. Jedenfalls wäre es am schnellsten über die Champs-Élysées gegangen. Als Laurent das mitbekam, fing er an zu brüllen. Fahr, wie du willst, aber nicht die Champs-Élysées. Das Ende vom Lied waren Staus, Stress und Verkehrschaos ohne Ende. Und den Termin haben wir verpasst. Warum erzähle ich dir das? Damit du verstehst? Laurent hat sich nie mit weniger als dem Maximum zufrieden gegeben. Außer an diesem einen Tag. Da ist er vor aller Augen untergegangen. Und das hat er nie verarbeitet. Weißt du, es war kein Zufall, dass ich dich ausgewählt habe, um ihn zu betreuen. Pardon? Ich weiß, dass du vorhast, uns zu verlassen. Du willst in die Forschung gehen. Was machst du für ein Gesicht in so einem Krankenhaus? Weiß jeder alles über jeden? Das kennst du doch. Nimm es mir nicht übel. Ich glaube, das wäre das Dümmste, was du machen kannst. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Nicht viele Ärzte wären mit Laurent so weit gekommen wie du. Die meisten hätten das Handtuch geworfen. Ich habe ihn nicht mal dazu gebracht, sich in Paris behandeln zu lassen, als seine Werte... Nein, aber du hast ihm zugehört. Dich selbst hinterfragt, wenn es nötig war. Ihm in den Arsch getreten, wenn er das gebraucht hat. Und ihm Kräfte gegeben, die er nicht mehr hatte, vor allem. Du bist ein verdammt guter Arzt. Ich darf dir das sagen. Ich bin immer noch deine Chefin. Ach, Mist. Ich muss echt los. Die bringen mich um. Man will ja morgen heiraten. Vielen Dank. Machen Sie ein Drama an. 30 Sekunden Rückstand für Laurent Fignon. Laurent Fignon wird die Tour vielleicht verlieren. Unglaublich. Lermond ist einfach zu schnell für ihn. Das gab's noch nie. Das ist ja unfassbar. Greg Lermond holt sich auf der letzten Etappe hier, auf den Champs-Élysées, das gelbe Trikot zurück. Das ist historisch. Ein historischer Tag der Tour de France. Es läuft nicht rund für Laurent. Das sieht man. Nein, nein. Und hier geht es ins Finale. Noch hat er die Chance, das Rennen zu drehen. Laurent attackiert. Ihm bleiben noch 30 Sekunden, 28 Sekunden, 27, 26, in 25 Sekunden muss er im Ziel sein. In 20 Sekunden, 20 Sekunden, wenn er es in 20 Sekunden nicht schafft, hat er die Tour verloren. Achtung, jetzt bleiben ihm noch 10 Sekunden, 9, 200 8, Meter in 10 7, Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1, es ist aus, Laurent Fignon hat
Lemon triumphiert. Links oben sehen Sie die Szene, die unsere Kollegen für uns einfangen. Es ist vorbei. Laurent Fignon hat die Tour de France verloren. Großer Moment, große Emotionen. Laurent ist da unten auf den Champs-Élysées zusammengebrochen. Was für ein Finale. Laurent sitzt da auf dem Asphalt am Boden zerstört. Das sind die schlimmsten Minuten seiner Laufbahn, die wir hier mit ihm zusammen durchmachen. Heute Morgen war er noch der sichere Sieger der Tour de France. 50 Sekunden Vorsprung vor Greg LeMond. Er hat alles verloren. Er hat alles verloren. Den zweiten Sieger, das zählt nicht bei und der Tour de France. Wir leiden natürlich mit, Laurent. Wie oft hast du mich betrogen? Sag ihn, ich erfährst du nie. Ich liebe dich, Valerie. Guten Tag. Guten Tag, Eddie. Bin gleich zurück. Wie fühlen Sie sich, Laurent? Besser wäre schon gelogen. Er kommt wieder, hätte ich nicht gedacht. Hab's dir ganz schön gegeben gestern, hä? Was ist das? Das Epo. Willst du mich verarschen? Ich sagte doch, ich habe den Dreck nie genommen. Meinst du, ich fange jetzt damit an? Das gibt man Chemotherapiepatienten vor einer größeren Belastung. Könntest du mir ausnahmsweise vertrauen? Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie bei Fernsehkommentatoren Dopingkontrollen machen. Seit wann duzt du mich? Pass mal auf, Kumpel. Ab jetzt bin ich es, der entscheidet. Heute Abend gehen wir aus und amüsieren uns. Okay? Beunruhigend, du redest schon wie ich. Es ist, wie du sagst, ich kenne keinen Humor. So wird's gemacht und ich zahle. Super! Beleza! Brasil! Danke. Woher weißt du das mit Brasilien? Ich hab's ihm verraten. Obrigado. Danke, ich bin tief gerührt. Para vida, para siempre. Somit ist klar, dass wir da runterfahren. Muss ja sehr nett sein, was, Eddie? Nett ist nicht das Wort. Nett bedeutet nichts. Nein, nett, das ist Blech. Brasilien ist ein Märchen. Ein Zauberreich. Ich meine, die Hochzeitsreise mit meiner Frau, das muss der Welthammer werden. Stimmt's, Doktor? Unbedingt. Mindestens. Prinzessin, darf ich um diesen Tanz bitten? Ich würde gern bezahlen. Das hat Monsieur Fignon schon erledigt. Wir werden sehr glücklich sein da unten, Sherry. Verliebt und glücklich. Verliebt wie niemand sonst auf der Welt. Und so lange wie möglich. Ja, und so lange wie möglich. Ja.
gegangen ist, hat bei dieser Tour enttäuscht. Und daran. Also mit deinem Epo würde ich gerne weitermachen, wenn du mir noch was gibst. Ich hab was für dich, Kumpel. Surprise! Für mich? Dann kannst du Gustav erzählen, von wem du es hast. Mach ich ja. Pass auf! Das ist kein Home-Trainer, Kumpel! Wie Sie merken, meint es die Sonne heute wieder mal gut mit uns und den Fahrern. Fast schon symbolisch, muss man sagen, denn heute berichten wir bereits über die vorletzte Etappe. An einem Samstag auch noch, Monsieur. Das passt doch. Zeitfahren über 42 Kilometer von Bordeaux nach Pauillac. Man denkt an gute Weine. À la vôtre, mein Lieber. À la vôtre, Laurent. Santé, Thierry. À la vôtre. Aber vergessen Sie nicht, meine Herren, alles in Maßen. Also große Überraschung, was den Etappensieg angeht, sind nicht zu erwarten. Den wird sich der Zeitfahrspezialist Fabian Cancellara nicht entgehen lassen. Und kaum Zweifel bestehen auch daran, wer den Gesamtsieg davontragen wird, wenn morgen das Rennen in Paris zu Ende geht. Er wird dem Spanier Alberto Contador nicht zu nehmen sein. Das heißt, dass er da bereits zum dritten Mal auf das Siegertreppchen steigt. Ja, drei Toursieger. Das ist besser als ich. Ich habe nur zwei geschafft. Aber er hat das verdient, denn das war eine starke Leistung, die er auf dieser Tour gebracht hat. Hat er prima gemacht. Toll, mit welcher Haltung Sie das nehmen, mein lieber Kollege, mein lieber Laurent. Bevor nun diese 19. Etappe zu Ende geht, möchte ich nicht versäumen, Ihnen beiden zu danken für die drei Wochen, die wir hier zusammen verbracht haben. Und dieser Dank gilt ganz besonders, wenn Sie erlauben, Ihnen, Laurent. Denn Sie waren wie immer ein wunderbarer, fachkundiger Experte. Danke. Danke für Ihre Liebe zum Radsport, das ist wichtig. Und danke, dass Sie uns allen hier ein Vorbild waren, was die Einstellung zum Leben angeht. Und was auch geschieht, ich sage Ihnen, und das kommt jetzt aus dem Herzen, Ihr Platz ist hier. Hier zusammen mit uns. Danke, das freut mich. Was kann ich darauf antworten? Auch ich mache das natürlich gern hier zusammen mit euch, weil, naja, so mittendrin im Geschehen. Mit Ihnen, Jean-Paul, und dir, Thierry. Ihr wisst ja, als mich diese Krankheit erwischt hat, habe ich dich angerufen. Und du hast mir sofort gesagt, kein Problem, Laurent, wir schaffen das schon. Irgendwie wird das gehen. Und ich möchte sagen, dass mir das viel bedeutet hat. Zu wissen, ich bin bei der Tour dabei und es gibt Leute, die mir helfen. Das hat mir viel bedeutet, diese Tour de France und... Und bei der Straßenweltmeisterschaft im Oktober sind Sie wieder dabei. Und nächstes Jahr bei der Tour. Entschuldigt. Ich wollte nicht. Schon gut. Kein Problem. Schon gut, Laurent. Geht's, Boss? Ja, Papa. Hörst du das, Doktor?